lassen wir es jetzt gerade mal dabei. Und gucken mal, ne? Gucken wir mal, was wird. Ich habe minimal Angst. Ich habe minimal Angst, dass hier, dass es nicht gut ausgeht. Das ist so in Ordnung. Okay. Aber wenn Jeddah sie jetzt angreift, ist natürlich kacke, ne? Ich bin mir immer noch unsicher, ob das so eine gute Idee war, was ich hier gemacht habe. Oh. Okay. Da kam kein Todzauber von Jeddah? Das wundert mich. Das wundert mich sehr. Aber ich nehm's. So ist nicht. Na, also nur weil es mich wundert, heißt das nicht, dass ich das schlecht finde. So. Okay, schalten wir erstmal den da aus. So, dann. Haust du mal mit darauf? Okay. Ja, meinetwegen. Kein Ding. Kein Ding. Schöner Crit, Selika, schöner Crit. Heißt, dass du triffst. Und das ist immer gut. Okay. Seraphim? Komm. So. Schweigen. Okay. Das ist natürlich auch interessant. So. Gut. Dann jetzt mal die Stärkung raus. So. Hier, tschüss. Sagen wir tschüss zu der Hexe. Okay.
So. Gut, dann purgativen wir hier nochmal. Wobei wir purgativen erstmal hinten Saber. Weil hier an Tatjana kommt gerade eh keiner ran. Mir irgendwas zu tun, von daher passt das schon. So, gut, gut. Ich werde jetzt wieder ein bisschen schmarren. Wie immer. Ich werde genauso schmarren. Okay. Warum hat der so eine hohe Verteidigung? Das nervt. Ach shit, Mann. Dafür nur 8 Rest, okay. Das heißt, dem könnte ich magisch beikommen. Gut. Aber hier will ich jetzt meine Truppen erstmal ein Stück zurückziehen. Gut, Ihmchen. Ja gut, bei Hexen ist man eigentlich immer in Angriffsreichweite. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich denke, das passt so. So. Das will ich nicht riskieren. Das heißt, du gehst erstmal dahin. So, dich will ich hier haben. Dann die Stärkung geht auf fast alle. Die unten brauchen keine Heilung gerade. Das ist in Ordnung. Ja, passt so. So, fettes Purgativ drauf. So, dann da einmal ein Donner. Und ein Angriff von Ümchen. Sehr schön. So, dadurch können die Tatjana jetzt nicht angreifen. Richtig? Richtig. Gut, dadurch ist die jetzt auch safe. Komm, so langsam will ich hier mal ein bisschen weiter vorrücken. Nervt mich nämlich gerade ein bisschen, dass das sich so in die Länge zieht. Okay. So, hier, schnappt ihr den da. Darfst auch gerne mal wieder critten, Cliff, weißt du? Ich meine, 38% Crit-Chance ist jetzt nicht gerade gering. Um es mal vorsichtig auszudrücken. So, hier mal dafür sorgen, dass alle in der Reichweite von der nächsten Stärkung drin sind. Sollten sie jetzt sein.
ich sag ja, bei Hexen, die, die sind eigentlich immer in Reichweite. Das ist ein bisschen das Problem, weil die sich teleportieren können. Aber naja. Das geht schon irgendwie. Ja, weil du den Punkt Glück dazu bekommen hast. Okay. So. Oh. Sie hat gerade. Moment. Ich muss sie erstmal purgativen. Damit sie genug HP hat, um eine Stärkung zu wirken. Okay. Kommt auch mal vor. Stärkung. Alle drin. Bis auf Umimchen, aber das ist gerade egal, weil. Der hält so viel aus. Das passt schon. So. Ich bräuchte 2 Treffer mit Sagittai. Um zu erledigen. Wenn er mich mit Medusa trifft. Ah. Dann könnte sie mit Aura noch hinterherkommen. Nächste Runde. Und ich habe kein Purgativ mehr. Hätte ich noch ein Purgativ, würde ich das riskieren. Aber ohne ist doof. So, hier nehmen wir erstmal die Hexe aus dem Rennen, aus dem Spiel. Auch wenn die quasi endlos nachkommen können. Aber ich muss mich halt so nach und nach um die einzelnen Gegner kümmern. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Was will ich hier eigentlich an Schaden bekommen? 13. Huh. Okay, der wurde annulliert, ja, gut. Der Angriff wurde auch annulliert. Schick dich jetzt mal dahin, damit du nächste Runde hier weiter vorschreiten kannst. Damit ich hier irgendwann mal weiterkomme. Weil das nervt mich gerade so ein bisschen. Dass ich weiß nicht, wie lange hier schon verharre. Und quasi nichts machen kann. Also zumindest nicht viel. So. Du nimmst hier die Hexe vor. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut.
So, dann nochmal eine kleine Erholung. Weil, warum nicht? Immerhin schlägt er dadurch jetzt nicht 2 Runden, von daher passt das. Da kann man das mal machen. Oh wow. Das sind gerade recht viele. Wieder angetanzt kommen. Mag ich nicht so wirklich. Aber hey. So, du hast mein Pogativ oben auf Lukas. So. Dann kommt Arm hier ein Stück nach. Dann ziehen wir Jenny ein bisschen nach. Und Pogativen hier eine Runde. So. Sehr schön. Dann May, kümmere dich mal um den da. Oder so. So, zack, hier, friss. Sehr schön. Er scheint ja eh nicht mit seinem Tod anzugreifen, sondern nur zurückzuschlagen. Zumindest aktuell. Also kann ich hier auch Katria ruhig reinstellen. So, die kommen da beide noch ran. Das sind natürlich auch nervig. Also die noch ausschalten. Oh Mann, ey. Immer diese Penner mit ihrer Beschwörung, ne? Komm bitte, Kritte. Natürlich nicht. Warum auch? Warum solltest du auch? Also hoffen, dass Leon trifft. Ja. Natürlich nicht. Warum auch? 63%, hey. Was erwarte ich eigentlich? Und das meine ich gerade ernst. Was erwarte ich eigentlich? Ist eigentlich traurig. So, sehr schön. So. Ach was. Mann. Die dumme Galle, ey. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Okay. Tough luck. You're better than I thought. Moment, ich müsste wohin? 2 weiter, 1 weiter. Ein Feld weiter, okay.
Das heißt, wir schalten hier mal die Hexe aus. Ich jetzt ein bisschen auf Risiko. Ich gehe jetzt hier gerade mal ein bisschen auf Risiko. Okay, 100% Trefferchance. 92% Trefferchance. Nee, dann nehme ich den Pfeilsturm. Vor allem, weil ich hier jetzt auch nur eine ganz gute Crit-Chance habe. Die ich natürlich nicht nutze. Warum auch? Shit. Okay, aber vielleicht setzt ihr eine Stärkung ein, um sie hochzuheilen. Und kein Medusa. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich dann sehr, sehr, sehr freuen. Okay. Ja. Hier unten können nicht allzu viel machen. Na denn.